nein. Sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf! Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. So richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, Kontern mit einem Himmelsheber. Der hat dich gleich. Schlag ihn dabei. Drücke oben, Block und tritt ein. Abblocken. Geschafft. Perfekt. Deine Zeit hier ist um. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel.